Der Release von Red Dead Redemption 2 ist nicht mehr allzu weit entfernt. Einige Magazine haben das Spiel bereits ausgiebig spielen dürfen und wir alle sind bereit, das Spiel endlich selber zu zocken. Wie bereits bekannt sein dürfte, haben Rockstar und Sony einen zeitexklusiven Deal geschlossen. Nun sind Details zu den Inhalten dieses Deals bekannt geworden. Diese Inhalte sind für PS4-Spieler direkt beim Release von Red Dead Redemption 2 bzw. Red Dead Online verfügbar, bevor sie dann nach 30 Tagen für alle zugänglich sind. Das Grizzly-gesetzlosen Outfit besteht aus einem langen Mantel mit Wolffutter und individuellen handgefertigten Lederakzenten, einer Lederweste mit kunstvollem Muster, Wingtip-Stehkragen und schwarzem Halstuch sowie einer verzierten Schnalle mit dazu passenden Stiefelspitzen. Zur Veröffentlichung von Red Dead Online im November erhalten PS4-Spieler 30 Tage früher Zugang zu einem vielseitigen Araber samt einem individuellen Sattel aus Alligatorenhaut. Der Rotfuchs-Araber soll sehr wendig sein und ist für seine Geschwindigkeit bekannt. Er ist damit um einige Klassen besser als andere Pferde, die man in der Wildnis findet. Seine Leistungsfähigkeit liegt noch eine Stufe über den besten verfügbaren Pferden. Der Alligator Range Cutter Sattel bietet neben seiner schönen Optik einige Vorteile. So verbessert er Gesundheit und Ausdauer, die sich wiederum positiv auf die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Pferdes auswirken. Ebenso im Multiplayer bekommen wir den Glücksspiel Double Action Revolver. Dieser verfügt über einen polierten Stahlkörper mit einzigartigen und besonderen Gravuren, die aus Spielkarten und Totenköpfen bestehen. Sehr schickes Teil, wie ich finde. Um die Inhalte zu bekommen, müsst ihr aber ein aktives PS Plus Konto besitzen. Was haltet ihr von diesen Inhalten? Schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr in Zukunft keine Tipps, Tricks, Guides und Gameplay zu Red Dead Redemption 2 verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich halte euch immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ich hoffe euch hat das Video gefallen und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.